So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 24. Januar 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und die jüngsten Entwicklungen natürlich einordnen, besonders im Kryptobereich, besonders natürlich auch im US-Tech-Bereich. Krypto weiterhin unter Druck aktuell. Parallel dazu sehen wir jetzt auch Equities wieder so ein bisschen nach initialem Versuch, so ein wenig gegen die Tiefs aufzudrehen, sehen wir in diesem Zusammenhang jetzt doch wieder Abschläge, hat wohl damit zu tun, ich habe jetzt gerade eben hier ein bisschen meine Twitter-Timeline verlaufen sehen, in Bezug auf eine potenzielles Aufrüsten, so will ich das mal bezeichnen, das sich jetzt dort in der Ukraine wohl herauskristallisiert und die NATO, die dort eben entsprechend gegen russische Aggression irgendwie vorgeht. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich bin da nicht tief genug in der Materie drin, wie man das nennen soll. Also russische Aggression, das ist wahrscheinlich das, was man in den westlichen Medien lesen wird. Das wird man in Russland wahrscheinlich komplett anders betrachten. Unterm Strich bleibt für uns als Trader an der Stelle natürlich, dass das ein Marktumfeld ist, welches jetzt nochmal zusätzlich Öl ins Feuer gießt. Das sowieso schon angespannte Umfeld, ausgehend von den Spekulationen hinsichtlich eines restriktiveren geldpolitischen Kurses seitens der US-Notenbank, die am Mittwoch wiederum im Mittelpunkt des Geschehens stehen wird mit ihrer Zinsentscheidung. Auf die werden wir heute natürlich einen Blick werfen. Wir werden einen Blick werfen auf die jetzt anstehende Earnings-Season. Heute geht es noch, einigermaßen geht es noch in Anführungsstrichen. Ab morgen ist dann ein richtiger Kick-Off und dann wird es ziemlich rund gehen, denke ich mal. Also wir haben einige Big Player, die dort entsprechend eben Zahlen vorlegen. Werden wir einen Blick drauf werfen. Ausgehend hiervon ist eine Menge Volatilität eigentlich in den kommenden Handelstagen hier fast schon garantiert, möchte ich mal sagen. Und also das erstmal so als grobe Orientierung, wo es für uns heute eben tatsächlich hingehen soll. Bevor wir ganz offiziell starten, hier einmal der Blick in den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil macht man sich zunächst mit dem vertraut, lade sich dann auf markets.com/de eine Demo herunter und beginne dort dann mit dem risikofreien Handel. Schaue, ob das für einen passt, wenn man diese Entscheidung dann schlussendlich bejaht, oder beziehungsweise nicht die Entscheidung bejaht, sondern feststellt, ja, das eignet sich für mich, dieses Produkt, dann ist der Weg zum Live-Konto natürlich auch recht zügig gemacht. markets.com/de für alle Informationen, Risikohinweis vollständig, aber auch die Produktpalette in dem Zusammenhang. CFDs, FX, darüber hinausgehend physische Aktien, ETFs. Gerne auch die Möglichkeit nutzen, Elena eine E-Mail zu schicken für weitere Informationen. Solltet ihr Fragen rund um die Märkte haben, nutzt gerne die Möglichkeit jetzt hier im Livestream mit mir direkt in Kontakt zu treten, eure Fragen zu stellen, geht gerne rüber auf meine Webseite jk-trading.com/forum. Da habt ihr eine Trading-Chatbox, Discord-Community ebenfalls eine Möglichkeit, euch mit mir auszutauschen, auch mit anderen Gleichgesinnten, tatsächlich Tradern auszutauschen. Dann auch die Möglichkeit, mich auch über Twitter zu kontaktieren, @jetztlandfx. Ja, wie gesagt, schaut da gerne vorbei. Wir switchen einmal hier rüber in die MarketsX Handelsplattform und dieses Lackdown, in Anführungsstrichen, Verzeihung, dieses kurze Überrollen hier, das ist dieser Versuch dieser Bodenbildung und dieser Lauf in Richtung der 1600er Region ist jetzt wieder abverkauft worden und in kürzester Zeit 200 Punkte Abgabedruck wahrscheinlich zurückzuführen auf eben diese Spannung, die sich dort jetzt in der Ukraine herauskristallisieren. Ich will in dem Zusammenhang, nicht in dem Zusammenhang mit den Konflikten, sondern jetzt erstmal hier schauen, ob alles gut gestreamt wird. Das sollte allerdings, ja, das sollte der Fall sein. Hier wird auch alles gut gestreamt. Habe ich hier schon guten Morgen eigentlich reingeschrieben in die Chatbox? Noch nicht. Das werde ich jetzt mal tun. Guten Morgen, Traders. So, und dann werde ich jetzt mal ein paar Links teilen. Zunächst, bevor ich anfange, an alle YouTuber hier. Das ist einmal der Link zu Twitch. Falls es hier Schwierigkeiten geben sollte, dann habt ihr hier die Möglichkeit, euch, wie gesagt, zu den Märkten, habt ihr die Möglichkeit, dem Morning Meeting dort zu folgen. Jetzt hier nochmal ganz kurz einen Link erstellen für die Discord-Community. Neuer Link generieren, zack. Und zwar einmal zum Austausch rund um die Märkte. Ihr werdet dann im Laufe des Tages auch hier meinerseits entsprechend natürlich noch ein Update bekommen,
Wir werden also vieles von dem, was ich jetzt im Morning Meeting hier thematisiere, dann auch nochmal in schriftlicher Form haben, wo ich dann eben entsprechende Einschätzungen gebe, welche Plays sich anbieten könnten und dergleichen. Wie gesagt, Earnings-Kalender, den werden wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter durchgehen, aber ganz kurz hier der Blick rein. Also heute vorbörslich, beziehungsweise auch nachbörslich. IBM ist natürlich ein Powerhouse sicherlich, aber nichtsdestotrotz derzeit nicht so in Play, dass es in der Lage ist, auf den breiten Markt überzustreuen oder sich auszuwirken, so wie beispielsweise Netflix letzte Woche ja mit seinen Earnings, die Guidance nicht haben erfüllen, die Erwartungen der Wall Street haben nicht erfüllen können und infolgedessen es Abschläge gab von über 20%, die uns sogar unter $400 die Aktie geführt haben. Stellt sich vielleicht jetzt bei dem einen oder anderen die Frage, ist das vielleicht ein Titel, den man im Portfolio haben sollte, jetzt auf diesen massiven Drop, den kaufen? Die technische, also Region, die wir angelaufen sind jetzt unterhalb von 400, Bereich 380, 390, wir haben die 380 ziemlich punktgenau fast sogar gehalten, die ist sicherlich rein technisch relevant, aber ich möchte doch ein bisschen mehr sehen, was ich sehen wollen würde, wie gesagt, dazu gleich mehr. Und darüber hinausgehend, neben Netflix natürlich aus diesem Fangman-Kartell, auch Microsoft morgen nachbörslich, dann entsprechend mit Zahlen. Wir haben Tesla natürlich hier am Mittwoch nachbörslich. Wir haben dann hier der Apple am Donnerstag nachbörslich. Also da kommen einige, und das waren jetzt nur die Big Names, die jeder kennt. Da kommen noch einige andere, die dann tatsächlich Zahlen vorlegen, wie ihr es ja hier sehen könnt. Intel kommt, Texas Instruments und so weiter und so weiter. Also das Who is Who im Grunde genommen. Und das ist die erste Woche. Nächste Woche sehen wir dann eine ähnliche Pack. Agenda. Das auch im Hinblick beispielsweise auf Amazon wieder ganz interessant. Amazon könnte eventuell ein ähnliches, naja, Schicksal will ich nicht sagen, wie Netflix ereignen, allen, aber vielleicht sind die Zahlen oder auch die Guidance hier nicht so prosperierend. Das hat sich schon auf den letzten Earnings oder Quartalsberichts, oder während der letzten Quartalsberichtssaisons so ein bisschen herauskristallisiert. Das könnte auch durchaus nochmal ein Risikotreiber sein, also Risikotreiber, Risk-Off-Modus eventuell befeuern. Bevor wir allerdings, wie gesagt, auf diesen Earnings eben tatsächlich eingehen, zunächst einmal der Blick hier auf den DAX, auf das übergeordnete Bild. Der DAX kann sich jetzt auch nicht mehr der Schwäche, die wir hier besonders im Tech-Bereich eben zu sehen bekommen, entziehen. Wir haben hier letzte Woche, besonders dann in den Abend hinein, also beziehungsweise das war schon am Donnerstag, und dann hier eigentlich straight away schon während des europäischen Handels Abgabedruck gesehen, der sich nochmal während der US-Märkte hier dann auch entsprechend beschleunigte und wo wir im Bereich dann auch der Wochentiefs tatsächlich die Woche beschlossen haben. Genau in diesem Bereich handeln wir jetzt aktuell. Wir sehen jetzt hier so ein leichtes Überschießen durch, wie gesagt, diese geopolitischen Spannungen, die sich dort herauskristallisieren. Sollte man so ein bisschen dahingehend beobachten, weil das könnte auch ein erstes Zeichen sein, dass wir jetzt vielleicht hier einen Versuch starten, einen Boden zu bilden, dass das nochmal so ein Stop-out war, dass das nochmal Verkäufer vielleicht auch reingezogen hat jetzt in den Markt, aber dass das eventuell ein potenzieller Fehlausbruch war. Bevor ich den DAX von der Long-Seite sehe, attraktiv sehe, möchte ich ihn allerdings erstmal zurück über den EMA laufen haben. Andernfalls, und sollten wir weiter Dynamik auf der Unterseite und aufnehmen, sollten wir unter die 15,4 rutschen, besteht sogar noch die Gefahr, dass wir mindestens bis 15,2, eventuell sogar bis in Gefilde um 15.000 Punkte verkauft werden. Das sollte man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Nichtsdestotrotz, besonders wenn man sich die Entwicklung im US-Markt anschaut und den auch jetzt zunehmend bärischen Bias, der sich da herauskristallisiert. Also ich habe hier übers Wochenende, wenn man mal bei Twitter zum Beispiel so ein bisschen durchgescrollt ist, es wurde noch ein bisschen mit Amüsement irgendwie wahrgenommen, vielleicht auch ausgehend vom Umstand, dass einfach mal in den letzten Jahren dann doch Equities, auch Krypto extrem gelaufen sind und dass da einfach mal eine Korrektur ist, von der man sagt, naja, es ist jetzt so ein bisschen erwartbar gewesen, dass wir da mal ein bisschen Abschläge sehen. Und dann kommen so Kommentare wie beispielsweise, oh, weißt du, übers Wochenende jetzt nicht ins Portfolio zu schauen und dergleichen. Mensch, das tut ganz schön weh mit Sicherheit. Das war übrigens auch ein Hinweis, kann das mal ganz kurz hier zeigen. Das hatte, glaube ich, guck mal kurz. Der G. Lolo hier bei uns in der Discord-Community geschrieben. Das war, glaube ich, am Samstag, ne? Ja, 22. Hoffentlich erholt sich der Markt mal. Ich traue mich gar nicht ins Aktiendepot zu schauen. Also auch hier, bei uns wird das eben in der Community entsprechend geschrieben. Also, wie auch immer. Fakt ist, das sind jetzt schon sehr bärische Züge. Es wird sehr bärisch alles thematisiert. Das bedeutet, wir laufen langsam auch nicht nur rein technisch in den überdehnten Modus auf der Unterseite, sondern eben auch in einem potenzielles Sentiment-Extrem. Ein sehr starker bärischen, ist ein sehr starker bärischer Bias, der da einfach sich widerspiegelt. Und das ist ein Umfeld, was zumindest kurzfristig scharfe Korrekturbewegungen möglich macht.
in Anbetracht der FED, die jetzt wiederum am Mittwoch eben tatsächlich steht. Und wir werden gleich eine ganz interessante Entwicklung sehen. Es ist heute Morgen wirklich, das war eine Sache von 10 Minuten oder so. Das ist wirklich spannend. Aber gleich dazu mehr. In Antizipation vielleicht einer sich dann doch geldpolitisch etwas locker präsentierenden FED, weil die jetzt sieht, naja, der Markt, der wird doch ein bisschen unangenehm oder ungemütlich infolge unseres restriktiven geldpolitischen Kurses. Ein bisschen Beruhigung sollten wir an der Stelle vielleicht mal sorgen. Die Rhetorik wird sich jetzt nicht dahingehend verändern, dass man sagt, naja, Zinsanhebung wird es doch nicht geben oder wir fahren weiter unser QE-Programm. So wird es nicht laufen, aber es wird zumindest mal so sein, dass man eine etwas weniger harsche, strikte, restriktive Rhetorik dann eventuell innerhalb des Statements der FED eben lesen wird, herauslesen wird können. Und das eventuell ist in der Lage, zumindest kurzfristig mal für ein bisschen Entspannung zu sorgen. Und ja, in dem Zusammenhang, wie gesagt, wenn der DAX sich jetzt hier in der Lage ist zu stabilisieren, dann in dem Fall schon gegen die 15.400er Region, ist ein Bounce gegen diese Trendlinie, also eine Gegenbewegung bis in Richtung dieser Trendlinie 15.700, 15.800 Punkte, eventuell gar nicht so unrealistisch und sehr technisch eventuell auch ziemlich attraktiv. Gleiches gilt natürlich, würde getragen von, so kann man es auch formulieren, natürlich beispielsweise vom Tech-Bereich mit Sicherheit. Also das bedeutet, wir können es ja hier sehen, sieht jetzt nicht mehr besonders hübsch aus, was uns der Nasdaq präsentiert. So, und jetzt sind wir können es erkennen, wir sind jetzt hier in den Bereich eben der Oktober-Tiefs auch ungefähr gelaufen. Darunter nochmal ein Bereich. Ziehen wir mal hier so rein, zweckentfremde die Linie mal. Das ist so ungefähr die Region um etwa 14.050 Punkte. Das ist also durchaus nochmal ein Bereich, da könnten wir nochmal so ein Überschießen zu sehen bekommen. Aber desto stärker wir jetzt also auf der Unterseite überdehnen, desto stärker dann, besonders vor dem Hintergrund einer eventuell doch erwartbar eher sich versöhnlicher oder beziehungsweise nicht ganz so harsch restriktiv zeigenden Fett, vielleicht umso wahrscheinlicher, dass es dann eine sehr scharfe Gegenbewegung gibt, die uns in dem Fall sogar bis in Richtung der 15.000er-Region zurückführen könnte. Hieße jetzt an der Stelle nicht, dass das bärische Bild in irgendeiner Form sich aufhält. Also nicht, dass wir uns missverstehen. Es geht hier an der Stelle wirklich nur um aktives Trading und an der Stelle eben um dann entsprechende zu erwartende technische Reaktionen, Bewegungen und in dem Fall eben eine scharfe Aufwärtsbewegung. Um das Bild aufzuhellen, ist es weiterhin essentiell wichtig, dass wir hier meiner Einschätzung nach die 15.500 zurückerobern, dass wir zurück in diese Range eben tatsächlich laufen. Also wahrscheinliches Szenario, so wie ich es gerade skizziert habe. Ich mache mal kurz Folgendes. Zack. Ich schmier mal so ein bisschen hier im Chart rum. So. Also wahrscheinliche Szenarien, mögliche Szenarien, so will ich es mal zeigen. Schwarzer Stift ist gut. Ist einerseits jetzt besonders vor dem Hintergrund Eskalation in irgendeiner Form zwischen Russland, der Ukraine, beziehungsweise Russland und dann an der Stelle den NATO und dergleichen. Vielleicht so ein Flash-out-Moment auf der Unterseite. Dann mit einer scharfen Gegenbewegung. Das wäre ein Szenario. Wenn sich die Situation entspannter darstellt, dann sehen wir eventuell gegen den aktuellen Bereich schon eine Gegenbewegung in irgendeiner Form. Und dann, ja, dann wird es auf die FED vielleicht in irgendeiner Form, auf die entsprechende Rhetorik vielleicht zu einem kurzen Rücksetzer kommen. Also das ist ein Szenario, was ich mal skizzieren würde, so für die nächsten, ja, 2 Tage. Ja. Heute, morgen, so in die FED, die ist am Mittwoch. Wir sehen dann eventuell hier entsprechend einen Rücksetzer. Und das, die Frage, die sich dann stellt an dieser Stelle, ist, ob wir jetzt ein höheres Tief markieren. Also das heißt, bei solch einem Szenario willst du dann an der Stelle hier jetzt nicht mehr sehen, dass wir tiefere Tiefs markieren, sondern gegen diesen Bereich hochdrehen. Das könnte dann tatsächlich der Be Beginn einer Erholungsbewegung sein, die auch erstmal zeigt, kurzfristig ist der Boden drin. Größtenteils ist das eingepreist, eventuell verarbeitet der Markt das dann auch entsprechend dahingehend, dass wir uns hier aufmachen und in den nächsten Monaten dann wieder auf der Oberseite in Richtung vielleicht sogar der 16.000er, beziehungsweise hier sogar der Allzeithoch dann. Obere Range-Begrenzung ist es ungefähr, es ist Bereich 16.7 ungefähr, ja, so 16.7, 16.8, eventuell sogar laufen. Also das ist jetzt hier der Nasdaq an der Stelle. Das aber ist erstmal hier so dieses Szenario, welches ich jetzt für wahrscheinlich achte. Also sprich, entweder das Flush-Szenario
geopolitische Spannungen und dergleichen, kurzer Flash raus aus der Unterseite. In dem gleichen Zusammenhang könnte dann auch im Zusammenhang mit dem DAX nicht nur eine Attacke auf die 15.2, vielleicht sogar eine Attacke auf die 15.000er-Region eben sich herauskristallisieren. Und dann als technische Reaktion Stabilisierung der US-Märkte, beziehungsweise in auch Erwartung einer sich dann geldpolitisch eher locker präsentierenden Fed am Mittwoch, dann eine scharfe Gegenbewegung zurück über diese 14.500er-Region. Dann das Ausbilden eines höheren Tiefs hier an der Stelle. Und dann, wenn wir dann dieses höhere Tief ausbilden, eben der Rücklauf in Richtung der Range. Alternativszenario ist natürlich, wir sehen eine kurze Gegenbewegung, allerdings, also besonders nicht nach so einem Flush-Out-Szenario, sondern jetzt hier, rollen über und markieren dann sogar tiefere Tiefs. Das wäre dann eher nochmal ein bärisches Signal, welches in dem Zusammenhang hier, wie gesagt, diese Region anlaufen lassen wird, dürfte, wie gesagt, um eben 28. April, Mai, ja, April, Mai, Hochs 2021 ungefähr. So, das also im Hinblick auf den, auf den Nasdaq. Wir machen auch den S&P mal kurz hier auf. Aber ich sage die ganze Zeit, es zeichnet sich so ein bisschen ab, dass die Marktteilnehmer. Magst du nicht? Wäre doch schön, wenn du wolltest. So, mal kurz einen Augenblick. Da logge ich mich einfach nochmal neu ein. Tatsächlich hat es heute Morgen eine unglaublich spannende Entwicklung gegeben. Als ich das Fed Watch Tool aufmachte, um schon mal hier ein bisschen auch das Money Meeting vorzubereiten, welche Links ich dann plane zu zeigen und so weiter, um meine Ausführungen entsprechend hier so ein bisschen zu untermauern. Da hatte sich im Hinblick auf hier das Januar-Event jetzt noch nichts wirklich Spektakuläres präsentiert, aber ich habe zum Spaß in Anführungsstrichen mir auch mal angeguckt, wie sich die Situation denn eigentlich hier im März darstellt. Und Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung lag bei 100%. Und das mache ich daran aus oder daran fest, dass wir das aktuelle Zinsband eben zwischen 0 bis 0,25% eben bearbeiten, beziehungsweise uns in diesem halten. Das ist dieser schraffierte Bereich hier. Der war überhaupt gar nicht erkennbar, sondern wir hatten nur 25 bis 50 Basispunkte, also Zinsanhebung um 0,25%, beziehungsweise sogar einige Marktteilnehmer, also dieser Balken hier lag bei 95%, sondern es gab sogar einige Marktteilnehmer, die erwarten sogar eine Zinsanhebung auf der Märzsitzung von 50 Basispunkten, also 0,5%. So. Und ja, nunmehr klicke ich gerade drauf, um die Seite hier nochmal zu updaten. Und was sehe ich? Plötzlich sehen wir hier sogar auch so einen leicht schraffierten Bereich. Und die Übersetzung dessen, was wir hier zu sehen bekommen, ist relativ einfach. Was hier bis vor, sagen wir mal, einer Stunde, bis dann der Terminmarkt begann zum Leben zu erwecken oder zum Leben zu erwachen, am Freitag eigentlich ausgemachte Sache war eine Zinsanhebung, ist es jetzt nicht mehr. Es gibt jetzt schon bereits erste Indizien ausgehend, also diese Balken, die ergeben sich ja aus den aus dem Extrahieren von Kennzahlen aus Optionen, im Hinblick beispielsweise auf Volatilitätserwartung, Zinserwartung und dergleichen, wie Optionen eben entsprechend gepreist werden. Und daraus leitet dann entsprechend hier dieses Fed Watch Tool eine Wahrscheinlichkeit ab, mit welcher die Fed einen bestimmten geldpolitischen Schritt auf einem ihrer dann entsprechend nächsten Meetings eben hier tun wird. Und nun ist es so, dass hier dieser schraffierte Bereich, der plötzlich aufploppt, zeigt, es ist turbulent geworden, das können wir alle sehen, wir müssen uns nur den Chart betrachten, aber der Markt fängt auch an, diese Turbulenz dann oder bei diesen auftretenden Turbulenzen jetzt in Richtung der Fed zu schielen und zu sagen, wir erwarten von euch jetzt eigentlich schon, dass ihr in irgendeiner Form beruhigend in irgendeiner Form auftretet. Also beruhigend im Hinblick eben beispielsweise auf euren weiteren geldpolitischen Pfad. Wie plant ihr denn darüber hinausgehend dieses einerseits sich auftürmende Inflationsproblem, aber zeitgleich eben auch die Volatilität an den Finanzmärkten zu adressieren. Wir gehen eher davon aus, dass er der Inflation ein bisschen Spielraum lässt. Das ist ja auch dann im Einklang. Das ist Stichwort Glaubwürdigkeit der Fed und das, was sie eben kommuniziert. Das ist etwas, was die ganze Zeit ja auch lange Zeit, nicht die ganze Zeit, die lange Zeit kommuniziert worden ist, dass man auch bereit ist, die Inflation mal oberhalb der Zielmarke von 2% zum Beispiel für längere Zeit verharren zu lassen. Ich müsste jetzt ganz kurz überlegen, da war eine ganz bestimmte Rhetorik, die gewählt wurde. Mir fällt aber gerade nicht ein, wie das genau genannt wurde. Flexible? Ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt mal ganz genau nachschauen. Aber
Das ist auch ähnlich in diesem Zusammenhang, beispielsweise die Politik seitens der EZB, die geldpolitisch genau in diesem gleichen Bereich sich wiederfindet. Also das heißt, man könnte durchaus mal kurzzeitig hier die Inflation überschießen lassen, aber dann zeitgleich die Finanzmärkte eben entsprechend beruhigen, indem man geldpolitisch sich doch nochmal etwas zurückhaltender im Hinblick auf weitere restriktivere geldpolitische Maßnahmen eben präsentiert. Zinsanhebungen, also weniger QE, das wird auslaufen, aber dass man eventuell die Spekulation runterbringt, dass es 4 Zinsanhebungen jetzt werden im Laufe der kommenden Monate, sondern eventuell, dass man es erstmal bei 3 dieses Jahr bewenden lässt. Das, was natürlich jetzt ein bisschen brisant ist in dieser Konstellation wiederum ist, die gesamtpolitische Situation, die sich in den USA darstellt. Der Gegenwind Joe Bidens, die Demokraten haben deutlich eingebüßt. Und der initiale Optimismus, dass sich jetzt alles bessert nach der Präsidentschaft von Donald Trump, der ist dann doch relativ zügig gewichen. Auch seine Ankündigungen und seine teilweise seine Kompetenz eventuell dann auch als Präsident übersteigenden Anordnungen beziehungsweise seine Kommunikation im Hinblick auf das Pandemie-Management, Vaccine-Mandates, also das heißt eine Impfverpflichtung für beispielsweise Mitarbeiter in Unternehmen, also sich auch in der Privatwirtschaft dort entsprechend in einem übertragenen Sinne reinzuhängen und Unternehmen ab einer bestimmten Unternehmensgröße vorschreiben zu wollen, dass ihre Mitarbeiter geimpft zu haben seien und dergleichen. Das ist nicht wirklich auf Gegenliebe gestoßen, besonders vor dem Hintergrund der jetzt auch jüngsten Entwicklung, die da sich ja herauskristallisieren rund um den Globus, Stichwort Omikron und die Entwicklung dieser Variante. Und das ist etwas, was eben den Zuspruch Bidens in der Bevölkerung deutlich hat bröckeln lassen, und auch Demokraten generell. Und das Witzige, oder Witzige, in Anführungsstrichen, dass das Unangenehme ist jetzt, wir haben Wahljahr in den USA, also nicht Präsidentschaftswahljahr, aber wir haben Midterm-Elections. Also das heißt, da geht es jetzt dann auch um Sitze im Senat, da geht es um Sitze im Kongress. Und was sich ja da herauskristallisiert ist, dass da durchaus die, in Anführungsstrichen, Roten, also die Republikaner, die Blauen, die Demokraten, dass die eben tatsächlich hier die Mehrheit in beiden Kammern zurückgewinnen dürften, könnten, sollten, werden eventuell. Und naja, wie kommt man jetzt, wie plant man jetzt in irgendeiner Form dagegen zu steuern, besonders vor dem Hintergrund dieser stark anziehenden Inflation, die auch beispielsweise der Biden-Administration angehaftet wird, in Anführungsstrichen. Naja, man wird irgendwas versuchen, diese Inflation runterzubringen. Also das, sprich irgendwie Lebenshaltungskosten der Menschen, das Leben erträglicher zu machen, eben irgendeiner Form der Politik auf den Weg zu bringen, die es wahrscheinlicher macht, dass du gewählt wirst und dass dieses Debakel, was sich dort potenziell herauskristallisiert, irgendwie abgemildert wird, vielleicht sogar umgekehrt werden kann. Das Problem dabei ist nur, dass dieses Eindämmen der Inflation wiederum dann implizieren würde, die Fed müsste sich restriktiver präsentieren. Also natürlich ist sie unabhängig, selbstverständlich, das war sie ja immer, wie sie es auch unter Donald Trump beispielsweise war. Spaß beiseite. Also, dass dann in diesem Zusammenhang eben restriktiver geldpolitischer Kurs angestoßen wird. Das Problem, in Anführungsstrichen, ist dann aber, wenn du jetzt den Geldhahn zudrehst, um die Inflation in den Griff zu bekommen, dann wirst du den Markt crashen. Und wir wissen auch, dass die Aktienmärkte wiederum infolge dieses geldpolitischen Exzesses natürlich der Fed sehr stark gelaufen sind und zu viel Wohlstand bei denjenigen, welchen jedenfalls die Aktien in ihren Portfolios hatten, beigetragen haben. Die dann im übertragenen Sinne durch diesen Zuwachs ihres Vermögens in ihren Portfolios im übertragenen Sinne für die wirtschaftlichen Schäden, die Politik herbeigeführt hat, durch ihre Lockdown-Politik und dergleichen, eben kompensiert worden sind. Wenn ich den Leuten das jetzt wegnehme, dann habe ich zwar einerseits die Gleichung Inflation irgendwie in den Griff bekommen, sofern überhaupt das machbar ist aktuell, das muss man ja auch immer sagen. Ich meine, wir können zwar einen restriktiven geldpolitischen Kurs anstoßen, aber das heißt ja noch nicht zwangsläufig, dass die Inflation dann auch austoppt, denn die wiederum ist ja auch ganz wesentlich dadurch mit noch getrieben worden, neben diesen Unmengen an Liquidität seitens der Notenbanken, durch beispielsweise die Lieferengpässe und den Umstand, dass einfach mal es nicht ausreichend zu verarbeitende Hardware gibt, die dann im Endeffekt ebenfalls zu Preissteigerungen beigetragen hat, in Verbindung mit diesem geldpolitischen Exzess. Also das bedeutet, man befindet sich hier im Grunde genommen in einem unglaublichen Dilemma, und ich muss gestehen, würde ich eine Wette abschließen müssen, würde ich sagen, man lässt die Inflation lieber oberhalb von dem aktuellen Niveau, also beziehungsweise auf den derzeitigen Niveaus verharren, beziehungsweise tritt dem nicht durch den restriktiven geldpolitischen Kurs entgegen, sondern wird eher hier an dieser Stelle sich geldpolitisch lockerer präsentieren, um die Aktienmärkte zunächst einmal zu beruhigen.
dass die Fed in diesem Zusammenhang wohl aktiv wird. Das ist eine ganz interessante Betrachtung hier von Charlie Bilello an der Stelle. Auch das mal, um das zu untermauern. Und zwar, was wir hier haben, ist seit 2009 hat er das mal gemacht und dann auch entsprechend hier Stocks Fall On. Also das heißt, er hat dann Aktien, die infolge dieses Katalysators unter Druck geraten sind. Und da sind übrigens auch schon mal diverse geopolitische Spannungen gewesen. Ich guck mal kurz, 2014 müsste es gewesen sein. Was haben wir hier? War nicht auch irgendwo hier Ukraine, Russia? Müsste eigentlich im Zusammenhang 2014 noch gewesen sein, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Nee. Hier ist nur der libysche Bürgerkrieg in 2010 zum Thema. 2011? Okay. Na gut, also egal. Worum es geht. Größere Korrekturen, größer 5% seit 2009, den Tiefs nach der Finanzkrise, der globalen Finanzkrise. Und was er hier gemacht hat, ist, dass er das mal aufgelistet hat und in dem Fall sind dann auch die minus 8,8% Abschläge, die wir jetzt in der letzten Woche zu sehen bekommen haben, entsprechend die hier auftauchen. Im Median kann man hier sehen, lag eine Korrektur immer im Bereich um 7,6%, also minus 0,76%. Die haben wir übertroffen jetzt aktuell. Das ist anders formuliert, auch wenn das erstmal nur ein bisschen Zahlenspieler sind, aber ich würde mal sagen, das ist zumindest mal schon so eine Warnlampe, die bei der Fed mindestens angehen dürfte, im Hinblick eben auf die Aktienmärkte. Das heißt also, aus dieser Perspektive würde ich schon erwarten, dass man sich hier in irgendeiner Form zeitnah eben dann eventuell auch mal etwas laxer in seiner Rhetorik eben präsentiert und die Märkte eben dann versucht zu beruhigen und eine stabilisierende Rhetorik anzuschlagen. Beispielsweise, indem man eben sagt, naja, wir schauen mal, Zinsanhebungen sind sicherlich ein Thema, aber hängen auch ganz wesentlich von der weiteren konjunkturellen Entwicklung ab. Jüngsten Retail-Sales-Zahlen, Einzelhandelsumsätze waren jetzt nicht so prickelnd, in Anführungsstrichen. Sprich, also hier besteht durchaus das Risiko, dass wir eventuell in eine sich herauskristallisierende Rezession vielleicht auch oder ein kurzer, man wird das Wort Rezession vermeiden, aber man wird eventuell etwas sagen wie ein sich abschwächendes wirtschaftliches Umfeld, ein konjunktureller, schwächeres Umfeld eben hinein hiked, also Zinsanhebung auf den Weg bringt, dass man da eventuell eine Rhetorik anschlägt, die das irgendwie ein bisschen relativiert und das alleine könnte schon ausreichen, um den Markt eben kurzzeitig korrigieren zu lassen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist dieser Bruch und dieser auch jetzt Attacke auf die 200-Tage-Linie besorgniserregend und wir sollten, und das ist das, was der Markt, und das sehe ich dann eben an diesem FedWatch-Tool, das sollten wir, glaube ich, nicht unterschätzen, dass das Fed das auf dem Schirm hat und dass dann infolgedessen auch entsprechende Anpassungen des derzeit geldpolitischen Kurses eben erwartet werden sollten. Nochmal, das Problem dabei ist allerdings jetzt, du weißt nicht, wie weit uns hier die Füße noch tragen, in Anführungsstrichen. Das ist durchaus durch die geopolitischen Spannungen jetzt, Ukraine, Russland beispielsweise, denkbar über den europäischen Handel, dass dieser Flash-Moment kommt, den ich auch gerade im Hinblick auf den Nasdaq schon thematisiert hatte, durchaus denkbar, dass wir diese Region hier um 4.300 nochmal anlaufen. Das wäre aber CAV-technisch, glaube ich, schon ein ziemlich attraktiver Bereich, auch für längerfristige Engagements. Könnte mir durchaus vorstellen, dass man gegen diesen Bereich aggressiv sich long positionieren könnte, sollte vielleicht sogar, sollte ist ein schwieriges Wort jetzt hier, aber auf jeden Fall ist das eine Region, die man genauer beobachten sollte. Sofern es diesen Flash, wie gesagt, überhaupt gibt, sollte es vorher schon bereits zu einer deutlichen Rückeroberung der 4500er Marke kommen, dann könnte das schon ein Indiz sein, dass wir in die Fed hinein uns freundlicher präsentieren und dann müssten wir mal schauen. Wobei auch hier dann die Option höheres Tief herauskristallisieren eben steht und dann eventuell ein erneutes Anlaufen in den kommenden Monaten Richtung der 4700er Region eine realistische Option darstellt. Ich will mal ganz kurz Folgendes machen und zwar hier einmal den Blick werfen auf den VIX, auf den Volatilitätsindex, auch ganz interessant. Stichwort nämlich eher, wir sind bodennah, so möchte ich das mal bezeichnen, CAV-technisch, oder ich formuliere es mal aus der trading-technischen Perspektive. CAVs werden für Short-Engagements unattraktiver aktuell. Also das bedeutet für die Long-Seite und Bounce-Plays, ohne dass sich das Bild aufhält, sondern zunächst einmal nur technische Trades, die darauf abzielen, auf eine schärfere Gegenbewegung zu spekulieren, die werden deswegen interessant und attraktiver, weil sie CAV-technisch einfach derzeit interessant oder spannend sind. Und zwar lässt sich das auch hier im Falle des VIXes ableiten. Also der VIX ist das Volatilitätsindex auf den S&P 500. Der misst im Grunde genommen
die ja, Nervosität der Marktteilnehmer, beziehungsweise was Marktteilnehmer aktuell bereit sind, an Prämie zu bezahlen, um sich gegen stärkere Schwankungen im Markt abzusichern. Und was ich dabei ganz interessant finde, ist, dass wir jetzt wieder in brisantes Territorium vorstoßen, nämlich 30 Punkte ungefähr. Also wir sehen hier infolge der jüngeren Aufschläge, beziehungsweise Turbulenzen und der Korrektur, haben die Marktteilnehmer begonnen, sich verstärkt gegen diese Schwankungen abzusichern. Und wir sind jetzt wieder auf dem Weg in Richtung der 30er-Region. Und das war jüngst eigentlich immer ein guter Bereich. Also wir haben immer mal so Spikes in diese Gefilde gesehen. Das war jüngst immer ein ganz interessanter Bereich, besonders auch in Antizipation vielleicht jetzt auch auf die Fed, dass die Marktteilnehmer vielleicht dann doch nicht so überzeugt sind. Also zumindest mal jetzt sich das beginnt so ein bisschen zu entspannen und diese Marktteilnehmer vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt werden, dass die Volatilität in die Fed hineinkaufen. Und sich absichern, ihr Portfolio absichern, aber dass wir dann im Anschluss an die Fetten Überrollen zu sehen bekommen. Sprich also anders formuliert, um das als Trade zu definieren. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht einen Spike in das 30er-Level sehen. Nochmal Russland, Ukraine beispielsweise als Trigger. Nochmal so ein kleiner Risk-Off-Moment, der sich im Tech-Bereich herauskristallisiert, diesen Ausflaschen, vielleicht auch eine zu stärkere Turbulenz im Kryptobereich, da werfen wir gleich einen Blick drauf. Vielleicht sehen wir einen kurzen Pop in Richtung 30. Würde dann allerdings ausgehend von diesem, und besonders wenn er vor der Fed stattfindet, würde dann allerdings einen solchen Pop eher shorten im Volatilitätsindex in Erwartung, dass wir zurücklaufen in die Mid-Lower-20s in Anführungsstrichen. Also Mid-20s heißt so 25, vielleicht ein bisschen drunter. Und das Ganze würde ich wahrscheinlich so ausrichten, dass ich sage, ich gehe auf den Trade innerhalb von einer Woche ungefähr. Also ich könnte mir vorstellen, im einen Anschluss eine Woche an die Fed, also nächste, im Grunde genommen Anfang Februar, würde ich diesen Trade dann eben entsprechend wieder absetzen. Oder beziehungsweise an der Stelle würde den Trade rausnehmen. Ja, das würde ich normalerweise an der Stelle mit einer Option wahrscheinlich lieber machen, als ich das hier machen würde, weil eben das auch schwierig ist im Hinblick auf die Spikes, die wir in der Volatilität zu sehen bekommen, dann mit dem Stop-Management und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz, also ein VIX-Put an der Stelle würde ich dann kaufen. Wie gesagt, an der Stelle Strike 25, eine Woche Laufzeit ungefähr. In dem Fall ist es aber hier thematisiert, in dem Fall als CFD, könnte man auch als kleine Position einfach mal ausprobieren. Trading von Volatilität könnte durchaus interessant sein im Gesamtkontext. Aber wie gesagt, Spike 30, vielleicht gleich drüber, je nachdem, was für ein Trigger wir sehen und dann überrollen und in einer Woche handeln wir wahrscheinlich wieder in den Mid to Lower 20s tatsächlich. So, ja, das also im Hinblick auf den Volatilitätsindex. Bevor wir auf Gold schauen, bevor wir auch auf den Euro-US-Dollar schauen, werfen wir natürlich erstmal jetzt den Blick hier auf Krypto. Nicht schlecht. Unter 3000 gefallen, ja. Ethereum an der Stelle. Also ist Ethereum hier auf US-Dollar-Basis. Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Unter 2300, ich habe 3000 gesagt, ne? Jetzt sind wir unter 2300, jetzt war ich gerade selber ein bisschen irritiert. Also hier, den nehmen wir die Tiefs nochmal raus an der Stelle. Also Ethereum oder Krypto generell bleibt weiter massiv unter Druck. Das ist mit Sicherheit besorgniserregend, ausgehend von der Größe im Tech-Bereich. Dann allerdings auch wiederum was, wo ich, Tech-Bereich, des Krypto-Bereichs. Da muss ich allerdings auch wiederum sagen, also ehrlich gesprochen, wenn ich mir anschaue, wie stark Krypto gelaufen ist und wenn ich mir dann diese Turbulenzen jetzt auch in diversen Aktien anschaue, kann ich mir durchaus vorstellen, dass diverse Margin Calls, die jetzt einsetzen, eben bedient werden durch eben das Auflösen von Kryptopositionen, besonders in diesem aktuellen, sowieso schon sehr emotionalen Umfeld. Also das ist durchaus etwas, was eine Rolle spielen könnte. Derzeit läuft in Anführungsstrichen für die Bären alles dahingehend nach Plan, dass diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die ich ja schon letzte Woche thematisiert hatte, hier aufgelöst ist und aufgelöst wurde und das anzuvisierende Kursziel im Bereich um 30.000, eventuell sogar ein Stück weit tiefer, $25.000 Dollar vielleicht sogar, verläuft ungefähr. Einer der Hauptgründe für den derzeitigen Meltdown im Kryptobereich mit Sicherheit dieser restriktive geldpolitische Kurs seitens der Fed. Krypto, Bitcoin ganz besonders, profitiert von einer Fed, die in Aussicht stellt, geldpolitisch aktiv zu sein. Krypto
Bitcoin profitiert davon, dass die Fed eben hier die Zinsen lange niedrig hält, was wir derzeit zu sehen bekommen mit den Spikes in den Zinsen auf der Oberseite, eine sich restriktiver präsentierenden Fed, sogar die Thematisierung eines Balance Sheet Runoffs, auch wenn es nur passiv ist. Also das bedeutet eine Rückführung der aufgeblähten Bilanzsumme an der Stelle. All das ist in Kombination eher etwas, was besonders Krypto-Investments eben verschreckt oder beziehungsweise eher für Abgabedruck hier an der Stelle sorgt. Allerdings ist das auch etwas, was nicht nur in der Form erwartet hat werden dürfen, sondern es ist auch etwas, wo ich halt sage, naja, hat es in der Vergangenheit immer mal gegeben, häufiger als wahrscheinlich dem einen oder anderen Hodler, in Anführungsstrichen, es lieb sein wird. Aber nichtsdestotrotz, besonders hier im Zeitfenster nach dem ersten damaligen Hike oder Run höher damals auf die 20.000er Marke, das war in 2017 im Dezember. Es hat dann ein Jahr im Grunde genommen Bärenmarkt gegeben, hier 363 Tage, 363 Tage ganz genau, mit Abschlägen von bis zu 84%. Und dann neue Hochs haben wir dennoch markiert, wenn auch zeitlich doch ein bisschen mit Versatz, aber nichtsdestotrotz, am 30.11.20 war es dann wieder soweit und wir sind auf über damals 20.000 auf neue Allzeithochs ausgebrochen. Aufschläge bis dann, wir haben es gesehen, innerhalb kürzester Zeit 60.000 Dollar und dergleichen. Aber worum es hier hauptsächlich geht, also was diese Betrachtung eben einfängt, ist besonders bei Investments, die man im Kryptobereich eben eingeht, das ist immer ganz wichtig, dann auch zu berücksichtigen, welche Schwankungen hier erwartbar sind, erwartbar auch, oder beziehungsweise was wir zu Schwankungen in der Vergangenheit gesehen haben. Und sich dann auch die Frage zu stellen, bin ich da mit meinem persönlichen Risikoprofil mit d'accord, beziehungsweise mache ich das eventuell gar nicht, diese Investments in Krypto, in dem Fall jetzt in Bitcoin, aber es gilt auch im Ethereum, ist das vielleicht eher eine längerfristige Betrachtung, die ich da tatsächlich verfolge? Bei der jetzt tatsächlich gar keine Rolle spielt, wie stark das hier tatsächlich schwankt, sondern ich nehme das einfach, pack das in meinen Wallet in Anführungsstrichen und lass es dort verweilen, ja, weil sich dann geldpolitisch noch so viel verändern wird, sofern ich das überhaupt aus geldpolitischen Motiven mache, vielleicht auch als Antizipation einer bald digitalen Welt, in der wir leben, also digitaleren Welt noch, Stichwort Metaverse und dergleichen. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Perioden, diese Korrekturen in dieser Größenordnung hat es immer gegeben. Und auch hier sind wir jetzt mittlerweile doch in einen unglaublich bärischen Modus eben tatsächlich verlaufen oder übergegangen, so möchte ich das jetzt mal formulieren, der, ja, der jetzt als extreme Ausmaße annimmt, aber noch lange nicht fertig sein muss, der dann allerdings mit der Fed und einer zurückrudernden Fed, sich einer weniger restriktiver zeigenden Fed, eben tatsächlich dann dafür als scharfer Bounce-Kandidat zeigen könnte. Also hier schreibt schon Pepe, du schreibst gerade die Chatbox, bester Zeitpunkt nachzukaufen. Das ist nämlich jetzt genauso so ein bisschen die Frage. Also wer plant, ein Krypto-Portfolio aufzubauen, der ist eigentlich für solche Rücksetzer in dieser Größenordnung, ist der sehr dankbar tatsächlich. Nicht das, und das ist das Nächste, also nicht, dass es eine relativ hakelige Angelegenheit werden könnte. Also was mir durchaus, wie soll ich sagen, was mir durchaus als Option vorschwebt, hier im Falle jetzt auf Bitcoin, ist, dass wir vielleicht tatsächlich die 30 anlaufen. Sollten wir die halten? Das ist immer die Grundvoraussetzung. Wenn die nicht hält, dann sind wir vielleicht nochmal 5, vielleicht 10.000 Dollar bis 20.000 Dollar unterwegs. Aber gehen wir mal jetzt davon aus, rein hypothetisch, dass die 30 gehalten werden kann. Durchaus denkbar, dass wir zwar dann scharfe Gegenbewegung zunächst sehen und dann den Bereich nochmal anlaufen und nochmal anlaufen. Also, dass das ein ähnlicher Verlauf wird wie hier eben. Und dass wir dann eben hier uns stabilisieren, stabilisieren und irgendwann der Markt wieder nach oben dreht. Aber das ist eben genau das, wenn du das aus längerfristiger Perspektive siehst, dann bist du auch hier zeitlich in Anführungsstrichen nicht, du verspürst keinen Drang. Als Trader wirst du an dieser Stelle eventuell dann schon nervös und sagst, naja, so eine wirkliche Bounce-Bewegung findet hier an der Stelle ja nicht statt. Wenn wir uns mal überlegen, von Mai, Mai 21 hier, bis es dann diesen Run auf der Oberseite gab. Das hat hier 2 Monate gedauert, bis wir uns deutlich haben abstoßen können. Es hat einen fundamentalen Trigger gegeben an der Stelle. Damals ging es, glaube ich, mit Amazon, Blockchain-Technologie und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz, also es hat 2 Monate gedauert. Und demnach könnten die aktuellen Verwerfungen und dieser übertriebene Modus jetzt auf der Unterseite zwar einerseits interessant sein, längerfristig Positionen aufzubauen oder beziehungsweise dann zu sagen, Teil meines Portfolios schiebe ich in den Kryptobereich. Aber man sollte an der Stelle dann auch wirklich den da hinschieben,
Schlüssel in Anführungsstrichen nicht wegschmeißen, aber nichtsdestotrotz den Monitor ausmachen, ja, beziehungsweise das nicht weiter betrachten, das laufen lassen und dann eben an der Stelle sich anderen Trading technisch relevanteren Bereichen eben zuwenden und nicht die teilweise brutalen Schwankungen, die wir hier auch innerhalb kürzester Zeit eben zu sehen bekommen, was wie gesagt ja diese Grafik hier einfängt, um diesen einfach unterworfen zu sein. Also sprich etwas anders formuliert, das sind aus rein technischer Perspektive sehr interessante, auch statistischer Perspektive sehr interessante Statistiken bzw. Betrachtungen. Aber nichtsdestotrotz sollte man an der Stelle sich auch immer über die Idee hinter seinem Investment eben klar sein, was man damit eigentlich bezweckt. Wenn man bezweckt, so einen Ten-Bagger zu fahren, in Anführungsstrichen, in Erwartung, dass wir jetzt hier innerhalb kürzester Zeit wieder aufdrehen und dann entsprechend eben die Allzeithochs rausnehmen, Richtung 100.000 sind Bitcoin aufmachen und dergleichen. Ich glaube, dass das keine gute Motivation ist und dass auch die daraus resultierende Nervosität eben tatsächlich sehr schwer werden lässt, tatsächlich an solchen Positionen langfristig festzuhalten. Ja, also das heißt, wer im Kryptobereich auch nach den jüngsten Abschlägen jetzt zum Beispiel sich jetzt hier fragt, soll ich jetzt verkaufen, ist die Party vorbei, beziehungsweise soll ich jetzt hier nachkaufen, der sollte sich immer die Frage stellen, was war die ursprüngliche Intention, warum habe ich die Position aufgebaut? Sollte ich verkaufen, wenn ich Trader bin und habe an der Stelle, oder beziehungsweise sollte ich jetzt hier nicht zurückkaufen, die Position glattstellen? Ich glaube, dass der Vorteil hier auf der Short-Seite ist, steht außer Frage. In dem Moment redest du hier eher von Gewinnmitnahmen vielleicht, eingegangenen Short-Position, dann würde ich sagen, eventuell haben wir noch ein bisschen Potenzial auf der Unterseite. Sollte sich eine Position gegen dich entwickeln, dann stellt sich mittlerweile die Frage, warum die Exits da nicht schon wesentlich früher eben tatsächlich stattgefunden haben. Und genau so erkennt man dann, was oder warum eben diese These ursprünglich erstmal formuliert sein muss, ausgehend von welcher du dann den Trade aufsetzt, weil es dann das Denken auch im übertragenen Sinne schon nicht nur sehr stark vereinfacht, sondern eben an der Stelle auch ganz klar werden lässt, wo die Stops sind, beziehungsweise wie ich mit der Position in solch einem Umfeld eben verfahren sollte. Also zurückkommt aber auf die Gesamtsituation, jetzt unabhängig von der Trade-Hypothese und der Frage, soll ich jetzt hier nachkaufen und dergleichen. Dieser aktuelle Meltdown, den wir sehen, ist mit Sicherheit getragen durch die aktuell stark anziehenden Zinsen, durch den restriktiven geldpolitischen Kurs seitens der Fed, getragen wohl auch eventuell durch Margin Calls, die hier bedient werden und wo wir dann eben gut gelaufene Kryptopositionen beispielsweise aufgelöst sehen, um diese Margin Calls zu bedienen. Ich bin gespannt auf die Fed. Ich bin dann auch gespannt darauf, wie der Markt sich weiterhin präsentiert. Ich bin grundsätzlich langfristig weiterhin positiv für Krypto. Kurzfristig ganz klar bearish, weil der Markt ist keinen anderen Schluss eben tatsächlich zu. Nochmal, Bitcoin anzuvisierendes Kursziel für diesen, ich nenne es mal vielleicht auch Washout, der stattfindet, so die Region 29.500, $30.000 ungefähr auf der Unterseite. So, das zu Bitcoin. Bisschen weniger volatil, aber ich finde unglaublich interessant. Ein bisschen weniger volatil, auch im Stichwort auf Kapitalerhalt, wobei man bei Bitcoin wahrscheinlich bei diesen Schwankungen Schwierigkeiten bekommt, nach klassischen Kriterien jedenfalls das als Kapitalerhalt eben tatsächlich zu bezeichnen. Aber Gold mit einer unglaublich interessanten Vorstellung am Freitag. Wir haben den Breakout ja höher gesehen. Über diese 1830er Region, das war schon am letzten Mittwoch war es, haben wir diesen Run höher eben gesehen und dann haben wir am Freitag diesen Bereich geretestet und zweifach halten können. Finde ich sehr stark, besonders auch vor dem Hintergrund anziehender Zinsen, in Anbetracht der Erwartung einer eher restriktiven Fed, also Erwartung, ne, das nimmt jetzt langsam ab, also der Markt, der fängt an, wie eine dann doch nicht ganz so restriktive Fed zu sehen. Aber hier in diesem Zusammenhang, die jüngste Performance von Gold, die war schon relativ stark. Und was jetzt eben technisch noch sich dahin zu addiert, ist das Halten dieser Ausbruchregion 1830 und dass wir diesen Bereich eben hier verteidigen können. Drehen jetzt wieder auf zum Wochenstart. Ich bin mal gespannt, wenn wir die 847, also die Hochs, die wir jetzt hier am letzten Donnerstag markiert haben, rausnehmen, dann wäre das der Wegbereiter initial vielleicht schon in die Fed hinein bis 1870, 860, 870, ja, diesen Bereich hier, November-Hochs. Und sollte die Fed dann wirklich geldpolitisch expansiv überraschen, dann wäre da durchaus weiteres Aufschlagspotenzial denkbar, welches uns sogar in den Monatsschluss hinein Richtung 1900 US-Dollar eben befördern könnte, vielleicht sogar höher. Also ich finde, das ist hier
mehr und mehr ein deutliches Signal, dass der Vorteil in Gold ganz klar auf die Long-Seite zu wechseln scheint. Und in dem Zusammenhang, solange die Ausbruchregion gehalten wird, sehe ich auch keinen Grund, nicht davon auszugehen, dass wir zügig mindestens die 870 anlaufen, eher die 1900er-Region. Also Edelmetalle werden gerade wieder super interessant. Das gilt auch in sehr ähnlicher Form. Oh, jetzt hoffe ich an der Stelle einen kurzen Unglück. Ja, muss ich nochmal ganz kurz zumachen. Einen Moment. Gold kann auf jeden Fall, Gold sage ich schon, Silber kann auf jeden Fall weiterhin die, wo haben wir es? Da. Kann weiter die 24 halten. Das finde ich weiter ein sehr, sehr, ebenfalls sehr, sehr starkes Signal, was ja gesendet wird. Aktuell Silber natürlich, jetzt wird man sich fragen, warum ist Gold aktuell eher nachgefragt, während Silber sich hier intraday so schwach präsentiert. Ich glaube, das hat damit zu tun, weil wir hier auch den Aspekt Industriemetall eben tatsächlich sehen. Und der hat eine höhere, wie soll ich sagen, Risikosensitivität, so könnte man das vielleicht ausdrücken. Und zwar nämlich, dass wir jetzt im derzeitigen Umfeld, wie gesagt, diese geopolitischen Spannungen, die jetzt potenziellen Treiber sind und dergleichen, dass das eben dazu beiträgt, dass das Silber hier eine Korrektur sieht, aber sich weiterhin eben oberhalb von jedenfalls der 24er-Region halten kann. Und sollten wir die 24 halten und dann früher oder später auch hier dann die Hochs von letzter Woche Donnerstag rausnehmen, um 24,70 ungefähr, dann denke ich mal, sind wir hier ernsthaft damit beschäftigt oder beziehungsweise sehen wir einen ernsthaften Versuch, die 200-Tage-Linie zurückzuerobern, die darüber hinaus dann recht zügig auch die 25-50er-Region eben aktivieren lässt. Nichtsdestotrotz, aktuell muss ich gestehen, bin ich eher ein bisschen auf Gold fokussiert. Also ich finde die Performance von Gold relativ stark eben tatsächlich. Und ich glaube auch, dass die Underperformance der jungen Vergangenheit hier noch einiges an Aufholpotenzial eben bereithält. Das könnte dann auch beispielsweise Aufholpotenzial sein, welches sich auch in Minenbetreibern zum Beispiel natürlich dann widerspiegelt. Ja, das noch zu Gold und Silber. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Einen Moment, ich muss mal kurz überlegen, ob wir jetzt hier noch einen Einzeltitel beleuchten sollen heute schon. Kurz mal überlegen, kurz mal überlegen. Also ich habe tatsächlich für heute hauptsächlich Marketplace auf dem Schirm. Eventuell, ja, eventuell könnten Peloton und Netflix nochmal interessant sein. Also Netflix hat ja nach seiner jüngsten Downward Revision hier tatsächlich die 380 halten können. Das war auch ein Level, ein Bereich. Ich will das mal kurz hier in der Discord-Community zeigen. Ich hatte das geschrieben. Da Netflix. Hier. Ganz schwache Guidance. Gap derzeit fast 20% tiefer, wobei die Region um 400, etwas tiefer um 380, 390. Die es für einen schnellen Test durch zum Beispiel Panikverkäufe zur Eröffnung genau zu beobachten gilt, für eine Gegenbewegung durchaus interessant scheint. Also die 380er-Region ganz besonders. Die 390, die hat nicht gehalten werden können, aber die 380. Die war dann doch, das ist jetzt hier oben übrigens ein 5-Minuten-Chart, die ist fast punktgenau gehalten worden, mehrfach auch angelaufen worden und war dann gut für einen Bounce. Also du weißt relativ zügig eigentlich, unter 380 willst du nicht wirklich mehr Short sein. Keine Ahnung, wie weit es dann auf der Unterseite gehen kann, aber also das Maximalrisiko, 20% ATR ungefähr, bist du bei maximal 3 Dollar. Ist auch eine Aktie, die um 400 Dollar notiert. Also 3 Dollar wird jetzt im einen oder anderen ganz schön juicy vorkommen, aber das ist tatsächlich also das Maximalrisiko, was du hier an dieser Stelle eben hast. Und wir sehen dann tatsächlich einen sogenannten Bounce hier von fast 30 Dollar innerhalb relativ kurzer Zeit. Das war 16:20 Uhr, 16:30 Uhr ungefähr. Und hier um 18 Uhr haben wir im Grunde genommen um 405, 410 Roundabout sogar wieder gehandelt. Konnten das nicht ganz verteidigen, weil dann in den Abend hinein wieder Abgabedruck aufkam. Aber nichtsdestotrotz, also diese Volatilität, die könnte sich auch heute vielleicht nochmal etwas fortsetzen. Wir sehen übergeordnet hier, das ist unten der Daily, sehen wir, ist eine wichtige Unterstützungsregion, gegen die wir jetzt erstmal hier uns haben stabilisieren können. Sollte es jetzt gelingen, besonders hier die 410, naja. Ja, 410 rund gesprochen, 407, also ungefähr die Hochs von Freitag, also Kassa-Hochs. Sollten wir die in der Lage sein, rauszunehmen, könnten wir vielleicht einen Bounce sehen, der uns zurückführt zunächst einmal
Richtung 4,40, 4,50 vielleicht sogar in den kommenden Tagen. Setzt aber voraus, dass der übergeordnete Markt auch mitspielt. Also das könnte aus tradingtechnischer Perspektive ganz interessant sein. Mehr will ich dazu als aktuell noch nicht sagen, weil ich da erstmal warten möchte, wie sich die Vorbörse eben tatsächlich jetzt hier präsentiert. Peloton. Na? Und der das hier aufbaut, können wir mal ganz kurz die Vorbörse und schon mal anschauen. Wo stehen wir denn? 3,91, also ungefähr in diesen Gefilden. Das ist jetzt hier Netflix auf Tagesebene. Auch mit einem vorbörslichen Handel. Okay, einen Moment, dann logge ich mich nochmal aus und nochmal ein. Also. Ja, 3,97 ungefähr. Man kann auch hier sehen, tatsächlich, das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis, das durchschnittlich gehandelte Volumen am Freitag, diese orangefarbene Linie. Das ist so der Bereich 3,95, 3,97. Wenn wir den rausnehmen, ist das schon mal ein erstes positives Signal darüber dran, die am 400 rückerobern, und nehmen wir dann hier die 410 raus, in Regionen dieser Gegenbewegung, dann ja, kriegen wir vielleicht einen teilweisen Gap Close mindestens zu sehen. Also das zu Netflix, wir können mal ganz kurz Piton hier gucken. Scharfe Gegenbewegung nach diesem, wie heißt das? Wie kann man das nennen? Denial, ja, oder beziehungsweise der Einordnung der News, die dort eben seitens Pelotons über den Ticker gelaufen sind. Ganz kurz hier zur Erinnerung, das hatte ich hier zum Thema gemacht. Also es gab da dieses Gerücht, was gestreut worden ist, dass Peloton, also dieser Home Gym Equipment Hersteller, so nenne ich es einmal, dass der wohl kurzfristig die Produktion seiner Produkte wohl einstellen sollte. Was natürlich eine Katastrophe war, als das über den Ticker lief und dann dafür sorgte, dass die Aktie mehr als 20% verloren hat, nachdem es ja auch schon hier, das sieht man hier rechts in dem Daily Chart, dieses massive Gap Down in der letzten Earnings Season gab, wo die Aktie von $90 eben tatsächlich bis ja, sich fast halbiert hat, also auf die Earnings alleine, und dann seitdem sich auch in einem starken Abwärtstrend eben hier widerspiegelt, wie sich das ja hier oben wieder auf der Stunde dann herauskristallisiert. Der CEO hat das dann eben richtig gestellt in einem Interview, das hat über Nacht dann schon zu einer Gegenbewegung geführt. Und wir sind dann nochmal infolge des schwachen Marktumfeldes so in Richtung der 24 gelaufen, aber die konnte eben gehalten werden und sind von dort dann unglaublich stark gelaufen bis 28. Auch das war, ich hatte das hier geschrieben gehabt, gestern 24%, rund 4 und blablabla, Piton bei einer Rückerung der 26. Oh, ich habe es nur mit der 26 gehalten. Also in meinem Gameplan hatte ich auch tatsächlich die 24 zum Thema gemacht. Also die Rückeroberung der 26 könnte sogar die 28 eben dann aktivieren. Das scheint im ersten Moment ziemlich offensiv, aber tatsächlich, das war so, ja, das war dann eben durchaus ein Lauf, der da stattgefunden hat. Die Hochs konnten nicht ganz verteidigt werden. Wir haben um 27 geschlossen. Ja, eventuell ist auch hier kurzfristig nochmal ein bisschen Aufwärtsmomentum eben tatsächlich erwartbar. Sollten wir, oder mindestens mal ein Retest der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung sehen. Das ist so die Region 31, 50, 32 ungefähr. Also das könnte durchaus trotz dieser schon stattgefundenen scharfen Gegenbewegung CRV-technisch interessant sein, wenn du mit kleinem Risiko in die Aktie tatsächlich reinkommst und darauf zu spekulieren. Längerfristig will ich allerdings erstmal abwarten, wie sich die Situation mit Peloton weiter darstellt. Also es könnte durchaus sein, dass das aktuell richtige Schnäppchenpreise sind. Und es sein, dass dieses Geschäftsmodell doch nochmal stärker anläuft und wir dann in den nächsten, sagen wir mal, 36 bis 48 Monaten irgendwann wieder deutlich über $100 eben die Aktie notieren. Aber aktuell, ich weiß nicht, ob ich so einen Beatdown nehme, besonders hier vor dem Hintergrund, dass wir fast 90% sogar jetzt hier von den Allzeithochs entfernt eben handeln, ob ich da auf auch solche Gerüchte, die da gestreut werden, ob ich da wirklich so motiviert bin, längerfristig long mich tatsächlich zu positionieren. Ich sehe auch gerade noch hier Tesla. Eine Frage. Also Tesla mit Earnings ja am Mittwoch. Auch hier Aktie sieht nicht besonders, erstmal jetzt jedenfalls so, sieht jetzt erstmal nicht sonderlich vielversprechend aus, ist allerdings das übergeordnete Marktumfeld, was eine ganz wesentliche Rolle spielt natürlich für die Korrektur. Das ist weniger der fundamentale Eintrübung eben seitens des Unternehmens. Und wir haben eine Earnings Release eben am Freitag, am Mittwoch nachbörslich, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Erwartungshaltung deutlich übertroffen wird.
deutlich übertroffen, bedeutet an der Stelle, dass die Estimates deutlich, also mindestens 20% unter dem liegen, wo eigentlich wir erwarten sollten, dass Tesla Zahlen veröffentlicht. Bedeutet etwas anders formuliert, wenn die Estimates tatsächlich derart übertroffen werden und dann auch im Hinblick auf die Betrachtung, auf die Guidance, die im, kurz mal überlegen, wann war der letzte Report? Anfang Oktober oder Mitte Oktober. Dass die auch nochmal um 20% hat übertroffen werden können, dann ist das im Grunde genommen selbst auf die optimistischen Analysteneinschätzungen ein Übertreffen dieser Erwartungshaltung um 40%, die Tesla sehr stark bullisch darauf reagieren lassen sollten. Es ist auch besonders im derzeitigen Umfeld eben nicht ausmachbar, dass das in irgendeiner Form jetzt antizipiert wird, so ein starker Earnings Release. Vielleicht auch ganz besonders begünstigt eben durch das übergeordnete Umfeld, ja, muss man ganz klar sagen. Aber jetzt kommt es eben. Genau das ist in so ein bisschen halt auch die Frage, gelingt dieser bullische Break? Ich denke, ich hoffe, ich denke schon. Ja, ich bin selber long, also deswegen bin ich auch befangen an der Stelle, wenn ich so eine Frage gestellt bekomme. Ich denke tatsächlich, dass diese These aufgehen wird und dass wir eine realistische Chance haben, innerhalb der nächsten anderthalb, 2 Wochen zurück über 1000, deutlich über 1000 Dollar zu laufen, eher noch 1100 Dollar zu laufen, besonders wenn die Earnings passieren. Überzeugen. Der Kehrseite muss ich mir allerdings natürlich auch eingestehen, meine Position zu reevaluieren, in dem Moment, wo wir hier unter die 900 rutschen. Das kann auch durchaus passieren, noch jetzt in Antizipation auf die Earnings, vielleicht sogar durch eine weitere Eintrübung des übergeordneten Bildes. Also wenn dieser Tech-Meltdown, den wir zu sehen bekommen, weiter voranschreitet, ist durchaus denkbar, dass diese Trendlinie hier gebrochen wird und die 900 unterschritten wird. Aber desto tiefer wir jetzt in diese Earnings reinlaufen und meine Erwartungshaltung, die, wo ich sage, ich gehe davon aus, dass die wirklich crushing sein werden, auch in Anbetracht dieser unglaublich starken Delivery Numbers zu Beginn diesen Monats, da muss ich ganz ehrlich gestehen, ach, sieht wieder ein bisschen hilflos aus. Scheint es mir CAV-technisch, so den Gedanken zu abschließen, scheint es mir CAV-technisch durchaus attraktiv zu sein. Tesla long zu sein, beziehungsweise erwarte er wieder ein deutlich starkes bullisches Aufdrehen eben tatsächlich hier. Wo haben wir sie denn jetzt? Gegen diese Trendlinie. Ja, also vielleicht ist das sogar aus trading-technischer Perspektive auch gerade ein Bereich. Wer sich noch überlegt, da vielleicht eine kleine Position in die Earnings hinein zu aufzubauen und auch diese Erwartungshaltung eben teilt, dass man sagt, naja, ich baue hier eine kleine Position gegen diese Trendlinie, die jetzt ja erneut getestet wird, um 49 baue ich auf, habe ein klares Risiko gegen die 900er-Region, da habe ich meinen Stop. Und würde dann an der Stelle eben, ja, würde eben tatsächlich, würde diese Position hier als Risikoposition mit reinnehmen. Das Ganze vielleicht absichern, wenn ich das hier sage, naja, über Nacht Gap, ne, wir haben gesehen, Netflix war jetzt nicht so günstig. Das Ganze könnte man dann eventuell absichern, in Anführungsstrichen, mit einem Put, den man irgendwie kauft, mit einem Strike 900 beispielsweise, hat dann im Grunde genommen sein Hedge auf der Unterseite. Ja, also ich glaube, das ist gerade trading-technisch auch für längerfristige Überlegungen ist das gerade eine ziemlich interessante Überlegung hier, die wir in Tesla sehen. Wie gesagt, ich bin gespannt. Nochmal hier einmal der Earnings-Kalender. Mittwoch nachbörslich Zahlen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Erwartungshaltung deutlich übertreffen werden. Was der Markt draus macht, das bleibt natürlich an der Stelle abzuwarten. Schlüssellevel wird die 900 auf der Unterseite sein. Wenn wir die fallen und nicht halten können, dann trübt sich das Bild auch für Tesla rein technisch eben deutlicher ein. Aber bis dahin, wie gesagt, sehe ich insgesamt eigentlich weiterhin durchaus eine realistische Chance, besonders bei Tesla, ist relativ stark im Titel, eben auch im Growth-Sektor. Selbst wenn der Growth-Sektor weiter Schwierigkeiten haben dürfte, hat Tesla ausgehend von seinem Geschäftsmodell und dem Vorteil auch in diesem Bereich, ein stark wachsender Markt, eben durchaus stärkeres Aufschlagspotenzial. Ja, soweit meinerseits. Dann wäre es das soweit meinerseits erstmal zunächst gewesen. Ja, dann wünsche ich euch Happy Trading, einen guten Start in die Handelswoche und wir hören voneinander wieder am Morgen, Dienstag dann, den 25. Januar 2022. Wie gesagt, schauen wir mal, wie sich die Situation weiter auch im DAX präsentiert. Wir sehen, oh, der ist jetzt doch mal ein bisschen stärker unter Druck gekommen. Ganz kurz hier. Ja, also aktuell, wie gesagt, Russland, Ukraine-Spannung und dergleichen. Die werden auch nicht am US-Aktienmarkt natürlich
vorübergehen, aber nichtsdestotrotz, also diese starke Überdehnung auf der Unterseite, wie gesagt, wir laufen langsam in ein ziemlich sehr bärisches Umfeld eben und demnach sind mindestens kurzfristige scharfe Korrekturbewegungen durchaus ernst zu nehmen. Also eine realistische Option, die CAV-technisch eben durchaus attraktiver sein dürfen, als jetzt noch auf diesen Short-Zug in Anführungsstrichen aufzuspringen. Soweit meinerseits. Also, happy trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder, 10:30 Uhr. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal und ja, soweit also von mir. Bis morgen. Ich freue mich. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.